Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wir sind auf der Uni-Map. Weil wir sind Uni. Ich glaube, das ist eher Zufall. Aber wir sind auf der Uni-Map. Interesting. Und es ist meine erste Runde und da sehe ich doch schon ein paar Freiwillige. Siehe da. Erste Runde Uni. Ich sehe doch deinen Kopf näher. Genau. Ich habe folgende Talente dabei. Ruin. Wo ich hoffe, dass mir mein Ruin-Totem nicht so schnell genommen wird. Ist es wirklich jetzt? Ich sehe sie hier übrigens, weil sie durch die Blutbubbles kriecht. Ja, Ruin. Ruf einer Krankenschwester, Thanatophobie und Pirscher. Pirscher brauchen wir, glaube ich. Sollten wir im Dämonensprint sein. Kann ich nämlich zwischendurch niemanden aufheben. Sonst verliere ich meine Fähigkeit. Und so finde ich Survivor, die am Boden liegen, die ich eventuell geslackt habe, nämlich wieder. Gut. Das war halt jetzt wirklich geschenkt. Auch warum, Kate? Warum? So. Dann haben wir jetzt den Dämonenschlag gesehen. Steuerung. Schade. Ist auf jeden Fall hier gewesen. Hier alle in ihren Blutbubbles hocken und ich weiß gar nicht, wer jetzt schon hing, ehrlich gesagt. Ist im Schrank. Hing sie schon? Ich habe keine Ahnung. Glaube, oder? Sie war die Einzige, die schon hing. Die machen auch keine Gens. Mal da drüben. Ich war die ganze Zeit noch nicht auf der anderen Map-Hälfte. Geh doch jetzt mal rüber. Ich bleib immer stehen, wenn ich den Sprint anmache. Wuhu! Das war gut. Das hat mir gefallen. So, jetzt gehen wir da drüben noch gucken. Das Gute ist, im Vergleich zu Billy oder Boba, kannst du mit ihm hier nicht hängen bleiben. War doch jemand, oder? Hat hier wen gehört? Also du kannst schon hängen bleiben, aber du kannst dich nicht versägen. Sozusagen. Du wirst da nicht aus deiner Fähigkeit geholt. So, sie liegt immer noch. Wird nicht aufgehoben. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie SWF-Gruppen sind. Die waren ganz schön am Rumtrollen in der Lobby. Sie kämpft auch nicht. Also die haben die ganze Zeit die Kleidung gewechselt und ich weiß nicht was. Und der Oni, muss ich auch sagen, der ist echt anstrengend.
in seiner, also wenn man auf eine Lobby wartet, weil er ständig ausrastet. Sprintboost? Alles klärchen. Ausgetrickst. Hab ich dich? Ach, Leute. Ist hier ein Haken? Keine Ahnung. Könnt ihr nicht ordentlich spielen? Ich weiß, es ist meine erste Runde ohne, aber ihr müsst mir das jetzt nicht schenken. Ach so, es ist ja ready. Oh, Leute. Wirklich. Wirklich, wirklich. Ich wette mit euch, wenn wir dann soweit... Die haben halt keinen einzigen Generator gemacht. Ich würde gerade sagen, wenn es dann darum geht, dass die vielleicht rauskommen können, dann werden sie alle hier schreien und bitte lasst mich doch raus. Oh, jetzt denken die ernsthaft, ich farm jetzt hier oder was? Also, Leute. Ich töte die jetzt. Es ist mir egal. Ist mir sowas von egal jetzt. Es ist eine doofe erste Runde. Wirklich. Ich möchte das so nicht. Kämpf doch nicht mehr. Der hat keinen Bock mehr. Kate hatte die ganze Zeit schon keinen Bock und ich hoffe, ich habe sie geärgert, indem ich sie gezwungen habe, da zu bleiben. Weil man kann halt hier niemanden zwingen. So. Hier ist immer noch der Sound von Kate. Interessanterweise. Soundbug. Hast du einen Strike? Müssen wir den Strike aufdrücken? Geh jetzt oben. Näher holen. Hallo. Hier ist doch ein Haken. Erst nur nicht gesehen. So. Dann holen wir uns die Kate. Die steht schon wieder. Ah, Leute. Was seid ihr anstrengend? Also DBD ist aktuell wirklich wieder... Ein bisschen eine Qual. Führst du mich zu deiner Freundin? Es fehlt noch eine Nea. Keine Ahnung, wo sie ist. Und dann hänge ich dich auf. Ach, da haben wir sie doch. Ich glaube, die Nea weiß nicht, dass die anderen nicht richtig spielen. Aber Kate lässt sich halt auch nicht sterben, ne? Also... Die könnte sich ja auch einfach sterben lassen.
Leute, ich will nicht farmen. Warum dreht's den Oni eigentlich immer so zur Seite weg? Wenn ich den Dämonenschlag gemacht habe. Muss das so? Da mache ich was falsch. Also wenn die anderen näher rauskommen, dann ist es so. Die beiden hier. Ich hätte sie direkt raustunneln müssen, dass sie echt keine Punkte bekommen. Sie bekommen halt durch mich jetzt ordentlich Punkte, weil sie sich retten, hochheilen, dies, das, jenes. So, und du kommst dort hinten ran. Der Strike, okay. Ich wusste doch, der Strike. Vorhin habe ich noch erzählt, wir sind mir einen Strike aufdrücken. Ja, spannende erste Runde, oder? Wenn ihr ja jetzt die Luke findet, dann soll es so sein. Die hat halt bisher keinen Gen. Nicht ein Gen war an. Okay. Naja. Sie lief mir halt vor die Beine. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich denke mal, für uns war es punktetechnisch nicht so schlecht, wobei wir keine Jagd wirklich hatten. Also Jagdpunkte dürften wir nicht so gemacht haben. Die sind ja immer vor unser Messer gesprungen. Ja. Ich meine, ich habe 30.000 Blutpunkte. Nehmen wir mit. Aber so richtig spannend war die Runde jetzt nicht. Also Oni müssen wir definitiv nochmal spielen. Aber es ist ja, ne? Ich zeige euch meine erste Runde Oni. Und das war jetzt halt meine erste Runde Oni. Es tut mir leid. Wir sehen uns in nächste Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Und macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.